Schon mal gemacht. Eine Bibliothek? Okay. Und hier soll der Bürgermeister rumlungern? Ob wir auch dieses kleine Mini-Rätsel machen müssen? Bitte sehr. Wenn das eine Falle ist, kommt sie das teuer zu stehen. Kiste, Leute, eine Kiste. Domino erwartet euch. Darf ich mir vorher die Kiste holen? Domino erwartet euch. Wo wollt ihr hin? Domino erwartet mich. Was ist denn das hier? Oh, na endlich! Ich hab euch schon erwartet. Ich bin der Bürgermeister von Midgar, dieser wunderschönen Stadt. Gestatten, Domino. Haha, ihr habt euch ja ganz schön ausgetobt. Was? Was glaubt ihr denn, warum ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt? Wie meinen Sie das? Das will ich dir gerne sagen. Immer dann, wenn die Garde euch entdeckt hat, die Kameras euch im Blick hatten oder wenn ihr gemeldet wurdet, habe ich eure Spuren verwischt. Also dankt mir. Ach so, die Splittergruppe weiß es nicht, dass ich mit Avalanche zusammenarbeite? Bitte was? Tja, was ist daran denn so verwunderlich? Seht euch hier doch nur um. Ich mag mich Bürgermeister nennen, aber was bedeutet das schon? Man hat mich hier im Archiv aufs Abstellgleis gestellt, wie einen nutzlosen Greis. Ist doch völlig normal, dass sich die Wut in mir angestaut hat. Im Angesicht solch einer bodenlosen Unverschämtheit. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Verschaffen Sie uns Zugang zum Labor. Zum Labor, sagst du? Ich dachte... Ihr hättet es auf den Direktor abgesehen. Wir müssen eine Freundin aus dem Labor befreien. Dem Direktor würden wir natürlich auch gerne eine Abreibung verpassen. Ach, solange ihr Shinra irgendwie eins auswischt, ist mir eigentlich alles recht. Dann? Bis zur 64. Etage kann ich euch bringen. Und wieso bitte nicht gleich ganz nach oben? Mehr geht leider nicht. Ich bin untröstlich. Trotz Ihres Amtes? Trotz meines Amtes. Obwohl ich der Bürgermeister von Midgar bin, bin ich in Wirklichkeit bloß ein Archivar. Man ruft mich nicht mal zu den Sitzungen. Tag ein, Tag aus. Nichts als Akten. Meine Finger sind schon ganz wund und schwielig vom vielen Blättern. Direktor Shinra ist wahrlich ein grausamer Tyrann. Dies Leid. Dieses Leid. Also gut, wir sorgen dafür, dass sie Gerechtigkeit kriegen. Ja? Ganz ruhig. Schön tief durchatmen. Dann zeigt mal eure Schlüsselkarte.
Man merkt richtig den japanischen Autor bei den Dialogen. Holy shit, ey. So, jetzt kommt ihr mit der Karte bis zum Erholungsbereich auf der 63. Etage. Und wie geht es dann weiter? Da oben gibt es einen Sympathisanten von mir. Bei ihm bekommt ihr eine Schlüsselkarte für die 64. Etage. Das Losungswort lautet: Ein Hoch auf den Bürgermeister! Ein Hoch auf den Bürgermeister von Midgar! Da können die Leute behaupten, was auch immer sie wollen. Ihr sagt also ein Hoch, und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Komplize. Ist alles klar? Ne? Hoffe, das geht automatisch. Gerade nicht zugehört. Den Chat gelesen. Passierschein A38. Ja, so wie bei Witcher 3. Ihr sagt ein Hoch, und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Helfer. Ist das klar? Oh, wer drauf antwortet, okay. Hallo, Textur bitte nachladen. Textur bitte nachladen. Achtung, Achtung, Textur bitte nachladen. Nee. Da sieht die ja noch besser aus. Ey. Ja, dann gehen wir weiter, oder? Kommst du mit? Also damals musste man so ein Mini-Rätsel machen und da musstest du in den Archiven dann bestimmte Sachen nachschlagen. Das Gute war allerdings, dass bei der PlayStation... War also unser Verbündeter. Das hätte die Hauptgruppe uns ruhig mal erzählen können, finde ich. Das Gute war allerdings, dass entweder... Ich glaube, das war entweder PAL-exklusiv. Durch die Übersetzung oder so. Da gab es nämlich einen Glitch oder so einen Bug, dass immer, normalerweise ist die Antwort immer random gewesen. Aus bestimmten Wörtern, ne? So 8 verschiedene Wörter konnte er haben und da wurde eigentlich immer zufällig ein Wort ausgewählt, was denn die richtige Lösung ist. Bei der deutschen Paar-Version ist es allerdings so, dass immer dasselbe Wort die richtige Lösung war. War immer Marco gewesen, aber normalerweise hättest du dann immer voll viele Bücher und sonst was durchlesen müssen, um auf die Hinweise zu kommen, was denn die richtige Lösung ist. Und wenn du die richtige Lösung beim allerersten Mal gelöst hast, hast du, glaube ich, ein extra Accessoire bekommen, das 4 Schächte hieß. Und das war das einzige Accessoire, was du bis dahin haben konntest, was 4 Materia-Slots hatte. Alle anderen Rüstungsteile hatten alle nur 2 oder maximal 3 Slots. Aber 4 Schächte war das einzige Accessoire, was 4 Schächte hatte, also 4 Slots. Und du hast dann halt auch noch die anderen Sachen gekriegt. Da gab es, glaube ich, noch irgendwas anderes. Und dann gab es noch so ein anderes Minigame. Mal gucken, ob das auch noch kommt. Da hattest du 4, ich sag jetzt mal, Coupons. Oder 3 Coupons. Und da musstest du so Türen aufmachen. Und du durftest immer nur 3 Türen aufmachen, um an 3 Coupons ranzukommen. Coupon A, Coupon B und Coupon C. Da unten ist der Tür. Und da musstest du ganz bestimmte Türen aufmachen, um halt an diese Coupons überhaupt ranzukommen, an alle 3. Also du hattest auch die Möglichkeit, an alle 3 ranzukommen. Mal gucken, ob das hier auch kommt.
Also das mit dem Archiven durchwühlen ist schon mal weg. Das mit dieser Platte zusammensetzen, also dieses Mini-Modell mussten wir ja auch zusammensetzen, das ist auch schon weggefallen. Das ist jetzt so da in dieser Ausstellung gewesen. Wäre das doch nur ein schlechter Traum. Mal gucken, was noch alles so wegfällt und automatisiert wurde. So, dann erzähl mir mal von eurem verheißenen Land. Und zwar schnell, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe nicht ewig Zeit. Wir müssen diese habgierigen Raffzähne ruhig stellen, damit ich mich endlich wieder auf meine Forschung konzentrieren kann. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Du bist deiner Mutter sehr ähnlich geworden. Ja, es war wirklich sehr, sehr bedauerlich. Sie hätte einfach was sagen sollen. Ich hätte mit mir reden lassen, doch sie musste ja unbedingt fliehen. Was für eine Verschwendung, wo sie doch die letzte von reinem Blute war. Richtig. Du möchtest bestimmt deine Mutter treffen. Das kannst du gerne. Allerdings nur unter dem Mikroskop. Du hast doch wohl nicht etwa gedacht, ich würde ein so wichtiges Versuchsobjekt verkümmern lassen? Ich habe deine Mutter natürlich äußerst eingehend untersucht. Ja, ihre Haut, die Organe, bis auf die klitzekleinsten Knöchelein. Wie faszinierend das alte Volk doch ist. Sei stolz darauf. Ilfana war wunderschön, bis auf die letzte Zelle. Ganz genau so hat deine Mutter mich auch immer angeschaut. Hoppla, es ist ja schon Zeit für mein Meeting. Keine Angst, ich bin bald wieder da. Ifana. Willkommen in der 63. Etage. Eine Oase der Ruhe für all unsere Mitarbeiter. Ist schon ziemlich spät. Aber die Sache in Sektor 7 hält die Leute wohl auf Trab, was? Geschieht Ihnen ganz recht. Seid wachsam. Der Helfer muss hier irgendwo sein. Alles klar. Dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken. Da stehen. Ach, hojo, 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 Mann, was für ein Arschloch, wa? Alter Verwalter. Aber interessant, die haben den ein bisschen abgeändert. Also, ich hätte mir jetzt nicht so vorgestellt. Nach Fleisch? Nach verbranntem Fleisch? Also eingebrochen. Sich hier zu bewegen ist mitunter lebensgefährlich. Ich frage mich, ob Midgar noch sicher ist. Ich wusste gar nicht, dass er da noch Hand anlegen durfte, an Ifana. Wurde nie thematisiert, glaube ich. Oder es war nur so eine Randnotiz, weißt du, so von wegen in so einem Nebensatz. Sie es nicht trauen, oder was? So, Besprechungsräume. Okay. Weiß ich jetzt schon mal, wo wir ungefähr
in der Story sind. Alles klar. Siehst du, ja, wo kann ich denn hier brüllen? Ich soll ja sagen, der Bürgermeister ist der Beste, oder? Irgendwie sowas. Aber wo? Wo soll ich das machen? Hier bei den Typen oder was? Unschuldige Opfer in Kauf zu nehmen, nur um Shinra eins auszuwischen. Kann denn nichts getan werden, um den Schutt wegzuräumen? Die Straßen sind teilweise eingebrochen. Sich hier zu bewegen, ist lebensgefährlich. Denn noch weiter? What? Geschäftiges Treiben. Ist ja auch Ausnahmezustand. Was ist mit der Verbreitung von... Irgendwie ist das fast etwas beruhigend. Angeblich stauen sich die Anfragen. Dann setzt eine KI darauf an. Suchen wir den Helfer. Wachen scheinen hier keine zu sein, also macht euch locker. Okay, da dürfen wir nicht rein. Red Lord Energy Drink. Oh, meiner ist schon alle. Den habe ich vorhin weggesiffelt. Minchen, wie viele Energy Drinks hast du dir heute eigentlich schon reingezogen? Helferlein, wo magst du sein? Wir werden es wohl einfach auf gut Glück versuchen müssen. Denkt an die Losung. Ein Hoch auf den Bürgermeister. Alles klar. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ein Hoch. Wie? Soll das ein anzügliches Angebot sein? Ein voller Magen? Und der Stress ist gleich besser zu ertragen, was? Ein voller Magen? Und der Stress ist gleich besser zu ertragen, was? Ein Hoch auf den... Ach, der hört mich nicht. Wo wir doch dachten, dass wir uns um Krieg nie wieder sorgen müssten. Verehrte Zuschauer, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Den Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger. Ah, lassen Sie mich betonen, dass diese niederträchtige Tat uns alle mit größtem Zorn erfüllt. Der Shinra-Konzern wird sich diesen grausamen Verbrechern niemals beugen. Ich versichere Ihnen, dass wir die Täter ergreifen und am Strick baumeln lassen werden. Das schwöre ich hier vor all unseren Bürgern. Na, habt ihr gehört, ihr dreckigen Ratten von Avalanche? Flieht ruhig. Wir finden euch, wo immer ihr auch seid. Die anderen Platten sind doch hoffentlich sicher. Stimmt es, dass Wutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Wie die alle nichts davon wissen, wa? Dass Shinra die Platte hat einstürzen lassen. Nein, mach mich total fertig. Meinst du, dass wir jetzt in einen Krieg hineingezogen werden? Also im Original war das so, dass wir einen auf Hausmeister machen mussten, ne? Da war irgendein Typ, der hat rumgemeckert, dass es hier so dreckig ist, und dann haben wir gesagt, ja, wir sind der Hausmeister. Und dann haben wir eine neue Schlüsselkarte gekriegt. Hä? Gardisten? Stimmt ja. Ihr seid auch gut auf Trab, was? Sind die Täter schon gefasst? Ein Hoch. Hä? Wird das der Wetterbericht? Vergessen Sie's. Der Cloud, ey. Nein. Ich glaube nicht, dass ich hier so schnell wegkomme. Ein Hoch. Ruhe bitte, ich telefoniere. Oder sollen wir nur ein Hoch sagen und er sagt den Rest? Irgendwie falsch verstanden? Es sind noch immer nicht alle Feuer gelöscht worden. Oh.
Bin ich mal Feuer da unten. Wie geht's so sehr? Ich will von all dem nichts wissen. Ein Hoch. Ein Hoch, ein Hoch, ein Hoch. Ein Hoch. Immer noch keine Festnahmen. Jo, bis gleich. Ich kann kaum noch sitzen. Dann steh doch. Ich hasse Avalanche. Die Unwissenheit macht mich total fertig. Sind doch hoffentlich sicher. Stimmt es, dass Wutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Kann nicht mehr sitzen. Ein Kampfsimulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lehrt mehr, wenn du mich fragst. Was wohl das nächste Ziel ist? Was sind die Hauptquests jetzt? Ach, das ist der Helfer. Ah. Ob Avalanche oder Wutai, ich nehm's mit jedem auf. Na sicher. Galets Fing? Was? 31. Okay. Und ich dachte, bei 30 ist Schluss. Ich wusste gar nicht, dass sie eine eigene Theme hat. Eigenes Thema. Was ist? Guten Abend. Was darf es sein? Was habt ihr denn? Keine Sonderangebote? Falls man irgendwelche Waffen übersehen hat, oder was? Maschina. Maschina. Ein Armreifen. Alter, ist der immer so schlecht. Hat 3 Slots. Mhm. Der hat 4 Slots. Okay. Hyperschutzreif, ein von Shinra-Konzern produzierter Armreif für Elite-Soldaten. 62-16. Runenarmband. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht so universal-mäßig rangehen. Ich hatte schon einen. Okay. So, hat sie hier irgendwas Neues? Nö. Geh mal so universalmäßig ran. Für Magie, oder? 10%. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Ich bin über alles im Bilde. Ihr wollt rauf? Genau.
Bevor ich euch die Schlüsselkarte gebe, müsst ihr mir erstmal eure Fähigkeiten beweisen. Wie? Die Jacke dann. Wenn man euch schnappt, wird das Konsequenzen für uns haben. Ist doch wohl logisch, oder? Also werdet ihr das hier versuchen. Und ich warne euch, es ist nicht gerade leicht. Bewährt euch und die Schlüsselkarte ist euer. Okay. Wollt ihr gerade tiefer anfassen? Jetzt sah ja gerade komisch aus. Domino Allstars? Also Dreierteam versus Domino Allstars. Kämpfe mit einem Dreierteam gegen eine Gruppe von starken Gegnern, die der Helfer vom Bürgermeister Domino höchstpersönlich ausgewählt hat. Aha. Teilnahmegebühr. Kämpfe ein Megatrank. Normal. Ach Gottchen. Magic. Warum sieht er eigentlich immer nur das Sägeblatt an? Haze Cloud. Damit klappt es. Haze Barret. Wir können noch mehr. Das schon vorher? Nee, noch nicht. Jetzt ist er voll. Barret, alte Taus, Mama, Bebende Erde auf Sarah B. Und du, Cloud, du machst Impuls auf Sarah B. Okay, war scheiße, dass er mich da umgehauen hat. So, Barretto. Wie sieht's denn aus hier? Gib mir mal eine Heilung. Erstmal eine Heilung auf Tiefe. Und dann gibst du mir gleich nochmal was, wenn du sobald einen Punkt hast. Ja, ja, leg mich im Arsch. So. Regine. Ich schieße aber ehrlich gesagt nicht ein jetzt. Darf ich auch noch was machen? Nee, ne? Nee, darf ich nicht. Okay. Zum Angriff! Jetzt zeige ich dir, was ich drauf habe. Limit! Auf den Geschwächten natürlich. Warum ist der Buff weg? Warum dauert das so lange, bis die immer angreifen können? Nee, falsch. Was gewinnen die eigentlich? Gute Arbeit. Level 38, nice. Abgeschlossen, Sieg. Neuer Rekord, Megatrank. Achso. Ging ja schnell. Überraschungstüte. Kleine Nummer. Damit klappt es.
Wir können noch mehr! So, Barakto macht mal gleich Regina. Wir doch alle machen? Das ist wahrscheinlich nicht so stark, wa? Ist das alles? Junge, 205. Könnte natürlich auch noch was machen, ne? Also ist ja nicht so, dass ich hier alleine alles machen muss. Maximale Wut. Machen wir auch gleich mal auf den anderen, wa? So, der ist schon tot, deswegen. Warum ist denn jetzt schon wieder das Sägeblatt dran? Nee. Nee. Jetzt. Ja, rechtschaffende Faust. Neu, oder? Na, warte. Ja, du Sack. Sieg, Sieg! Barrett, mein Trommel. Matt? Also sogar noch langsamer? Hab ich schon, weil ich gerade drauf geachtet habe, dass sie die Fähigkeiten benutzt, oder? So schnell kann ich manchmal gar nicht Block drücken, ne? Wie die da auf einmal dann angreifen. Fähigkeit, rechtschaffende Faust. Bäm, und gleich nochmal. Okay, also das Rollen bringt eigentlich gar nichts, oder? Am besten blocken, so wie es aussieht.
gerade durch den Boden gehen? Frost hat die nächste Stufe erreicht. Stimmt, wir brauchen ja auch noch eine Materie. Aber was ist eigentlich mit dem Jungen? Sehen wir den auch nochmal wieder? Nee, nicht wahr? Redo. So geil aus. Rechtschaffene Faust. Ja, was ist das denn? Weggebumst. Jetzt zeige ich dir, was ich drauf habe. Impuls. Schockschuss. Komm. Nein, den wollte ich nicht drücken. Den wollte ich gar nicht drücken. Verdammt, ey. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Wo war denn das eigentlich? Kampfeinstellung? Tiefe? Fesselung ist ja okay. Der Hackentritt, der kann aber weg. Ich nehme dafür die rechtschaffende Faust. Gegenstände. Wo ich den Megatrunk, ne? Können wir da noch irgendwas reinnehmen? Was ist denn eigentlich noch relativ gut? Kampfraumsphäre, oder? Katastrophe. Das ist eigentlich schon ganz gut. Stehende Wille. Erhöht seine Verteidigung, war das, ne? Impulshieb ist ganz gut. Supertrank könnten eigentlich auch innen auf Megatrank. Stehlen lassen wir so. Den Mutangriff könnten wir wegmachen. Da könnten wir entweder Ende des Schreckens machen. Oder Klingenstrahl. Schadensbonus bei Gegnern im Schockzustand. Kommt rein. Ohne Kiste? Nee, wa? Nee, keine Kiste. Ihr schafft das schon. Keine Sorge. Hiermit erreicht ihr die Besprechungszimmer auf der 64. Etage. Auch mit dem Fahrstuhl. Darf ich fragen, was ihr da wollt? Wir wollen eine Freundin befreien. Ah, guck mal, wie das ist. Hält sie in der Forschungsabteilung fest. Oh, im Labor von Professor Hojo? Das wird nicht leicht. Da kommt man nur mit einer besonderen Zugangsberechtigung rein. Uns fällt schon was ein. Wo finden wir Hojo? Die Vorstände haben bald ein Meeting. Hojo,
Der Direktor und die anderen Abteilungsleiter treffen sich im großen Konferenzzimmer. Dann nichts wie hinter. Wir nehmen den Direktor als Geisel, dann tanzen sie nach unserer Pfeife. Dann hättet ihr die ganze Garde am Hals. Wir spionieren sie erstmal aus. Ihr wollt sie belauschen? Dann geht zur Herrentoilette. Dort gelangt ihr in einen Lüftungsschacht, der am Konferenzzimmer vorbeiführt. Verstanden. Shinra-Kampfsimulator. Im Shinra-Kampfsimulator wurden neue Kämpfe freigeschaltet. Manche Belohnungen können nur in diesen Kämpfen erhalten werden. Okay, während der Kämpfe im Kampfsimulator dürfen keine... Ja, das kennen wir ja schon. Leute, wie sieht der denn aus, ey? Gleich mal eine Kopfnuss geben. Hallo Cloud, ich habe dich erwartet. Erinnerst du dich nicht? Ich bin Lehrling in der Forschungsabteilung von Shinra. Ich weiß über dich Bescheid, da ich ins Netzwerk des Firmenvorstands eingedrungen bin. Ich werde dich unterstützen, so gut ich kann. Ich stelle einen Vertrauensanstieg fest. Machen wir es kurz, um keinen Verdacht zu erregen. Okay, keine neuen... Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ich muss unbedingt diesen Kampfbericht fertig kriegen. Was brauche ich denn jetzt da noch? Eine nur noch. Welche fehlt denn da jetzt noch? Du bist Max. Wiederbelebung. Gibt es nicht irgendwas, womit wir FP-Boost oder sowas hatten? Hatten wir nicht irgendwie FP-Boost? Da ist FP-Boost. Umplatzieren. Mit Wiederbeleben. Erhalten FP für verbundene Materie wird um 100% erhöht. Ich meine, die braucht schon immer noch 4500, ne? Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch schaffen. Aber ich gucke mir auf jeden Fall nochmal die Kämpfe an. Ändert Shinra. Für uns. Gucken wir uns auf jeden Fall noch die Kämpfe hier an. Oder auch gesagt, wir kriegen special Belohnungen, ne? Ach, die kosten jetzt Geld, ja? Leistungsprüfung. Maschine Armreif, na toll. Hyperschutz Armreif. Gil-Boost. Okay. EP-Boost. Naja, EP-Boost brauchen wir nicht wirklich, oder? Gil-Boost ist cool. Ja, wir müssen ja eh durch. Ich hoffe, die Kämpfe dauern nicht so lange. Man kämpft jetzt hier drin, ne? Oh, gegen den Prinz. Alles klar. So. Störung. Echt jetzt? Hat er mir erstmal schön in einen Frosch verwandelt, ey. Komm, der ist schockanfällig. Let's go. Keine kommt. Hältst du das aus? Das war abzusehen. Oh, oh, oh. 9999. Sehen. Ah, ich brauche zwei davon. Okay, warte. Okay. Der eine Punkt war wohl nicht drin, wa? Ich glaube, da... Oh, El Gigante.
Ich glaube, Maximum ist hier gerade aktuell nur 9999. Bereit für den Tod? Weiter geht's. War damals auch so. Der einzige Zauber oder die einzige Materie, die über diese 9999 gekommen sind, ist. War Ritter der Runde. Alles andere war bei 9999 begrenzt. Was? Kann nicht ausweichen, einfach blocken, die Scheiße. Kein Dark Souls. Wegholen. Der Feind ist geschwächt. Weiter geht's. Serra besiegt. Ashina am Rhein. Okay, wir kriegen jetzt nur noch eine Überraschungstüte. Ist im Prinzip dasselbe, oder? Wie sieht aus, ey? Mann, diese Nahkeule, ey. Da dauert ja richtig lange bei Barret, ey. What the heck? Echt jetzt? Ja. Moment. Mich haut das nicht auf.
geschafft! Ja, war auch Zeit da, ey. Meine Fresse, der wollte aber auch nicht sterben, ey. Ey, Gigante. Ausweichen ist nicht mehr, dann okay. Genau da gehörst du hin. Unten bleiben, abschauen. Nicht nachlassen. Sehr schön. Gebumst. Stop. Hallo. Ich hab's doch anvisiert. Also blocken ist der Key, ja? Nicht springen. Beschwören jetzt nicht. Macht aber noch Schaden, okay? Neuer Rekord, Hyperschutzreif. Juhu. Machen wir mal mit Tiefe weiter. Sag mal her, die Kröte. Aha. Interessant. Sieht aber auch wirklich jeder anders aus, wa? Blitzmäßig haben wir gar nichts, ne? Geschicklichkeitsbonus erhalten.
Nee, noch nicht. Und schlag mehr. Gut vorbereiten. Und tschüss. Das war's dann wohl. Alter, tiefer geht einfach so ab, ey. Daneben, Vollidiot. Schön gewonnen. ATB Boost. Oh, nice. Jetzt will ich jetzt nicht in die Fresse haben. Zum Angriff. Eine Dusche wäre jetzt nett. Und das soll ein Elite-Soldat sein. Rang 3 hat er gehabt, ne? Rang 3. Lusche, ey. Schlag. Auf immer einen Schlag zu wenig, ey. Damit klappt es.